Tja, warum tun sich die Medien und die Politiker so schwer mit Pegida und umgekehrt? Es fing die Sache nicht gut an. Im Grunde ist die Sache von Anfang an verkorkst gewesen. Medien haben anfangs nicht klar genug hingesehen, was sich da auf Dresden Straßen über 300 Leute bis zu wesentlich mehr in letzter Zeit entwickelt hat. Und sie haben schnell von Rechtsradikalen gesprochen, obwohl sich dann zeigte, so furchtbar viele Rechtsradikale sind das gar nicht. Und natürlich hat auch die Stoßrichtung in der Selbstbezeichnung gegen die Islamisierung des Abendlandes dazu verleitet, Islamophobie, Ablehnung des anderen dort zu sehen. Und wenn man das so deutet, was ein in Deutschland übliches Deutungsschema ist, dann versucht man auch zu überprüfen, ob das so ist. Und dann hat man sich den einen oder anderen Demonstrationsteilnehmer herausgegriffen und ihn gefragt und hat naturgemäß Leute gefragt, die nicht ständig über diese ja wahrhaftig nicht einfachen Dinge in wohl sortierten, wohl abgewogenen, alle Fettnäpfchen berücksichtigenden Worten zu reden verstehen. Obendrein mit einem relativ hohen Erregungspegel. Und das ist dann durchaus mit einiger Genüsslichkeit im Fernsehen vorgeführt worden. So sind sie eigentlich immer noch im Tal der Ahnungslosen. Und dass dann auf der Gegenseite keine Freude aufkommt, das ist verständlich. Die Reaktionen sehen wir immer oder wir hören sie immer, wenn das heißt Lügenpresse. Diese Reaktion ist zwar verständlich, aber auch nicht hilfreich. Denn es hat sich schon so ergeben in den letzten Wochen, dass immer mehr Journalisten nicht durch Ferndiagnose festgestellt haben, worum es geht, sondern tatsächlich hier sind und erlebt haben, dass die anfänglichen Deutungen nicht gestimmt haben. Es wird immer differenzierter. Und jeder unvoreingenommene Blick in Zeitungen und der Streif im Internet zeigt, dass wir inzwischen eine durchaus sehr differenzierte Berichterstattung haben, sodass die pauschale Verurteilung als Lügenpresse nicht nur nicht hilft, sie ist auch genauso falsch wie die anfängliche pauschale Verurteilung der Pegida-Demonstranten als Rassisten und Rechtsextremisten. Und es ist schade, dass jetzt, wo es durchaus Neugier gibt, wer sind diese Leute wirklich, so viele Pegida-Teilnehmer und die Organisatoren das Gespräch mit Medien und Journalisten verweigern und folglich das, worauf es eigentlich ankäme, zu verstehen, das Verstandene zu transportieren und auf richtige Diagnosen, richtige Therapien zu gründen, dass das leider nicht zustande kommt. Es haben auch die Politiker am Anfang zur verkorksten Situation beigetragen. Da muss man nicht zu streng sein übrigens. Politiker agieren in einer Medienlandschaft, die sie nicht selbst erschaffen haben, in der sie aber untergehen können. Infolgedessen achtet man schon auf den Medientenor und versucht dann nach Möglichkeit nicht wieder den Stachel zu löckern, sondern das zu sagen, wovon man liest, es sei so. Und folglich haben Politiker sehr schnell die ersten medialen Deutungen übernommen. Und weil über Politikeräußerungen, insbesondere wenn von prominenten Politikern getätigt, naturgemäß berichtet wird, ist die übliche Aufschaukelungsspirale entstanden. Das Reaktionsschema war das übliche Deutsche. Was nicht nach links klingt, was nicht nach Mitte klingt, sondern was irgendwie anders klingt, ist rechts. Was rechts klingt, das ist ja eigentlich schon rechtspopulistisch, rechtsradikal. Und dann kommen die ganzen Anschlussbegriffe, deren einer auch mit R anfängt. Was aber rechtsradikal, rassistisch und so weiter ist, das ist faschistisch. Und das ist natürlich zu bekämpfen. Denn natürlich muss man allen Anzeichen auf eine Wiederbelebung von Neonazismus und Nazismus in den Weg treten. Aus dieser richtigen Grundintention und einer konventionalisierten Deutung dessen, was man hört, ist verschiedenes Ungutes entstanden. Diese Etikettierung von rechts als zu bekämpfen und auszugrenzen ist bei Politikern von links bis zur Mitte jetzt einen großen Teil auch etwas, was aus echter Überzeugung geschieht. Und folglich ist es zu respektieren. Selbst wenn es ab und zu die Sache nicht trifft. Bei Politikern der Union freilich ist ihr Verlangen nach Abgrenzung und Ausgrenzung in sehr vielen Fällen auf nichts anderes zurückzuführen als auf Feigheit.
Wer sich nicht von Leuten abgrenzt, die vielleicht noch rechter sind als man selbst, ist gleich selbst ein Rechtsradikaler. Und dass die in der Union seit einigen Jahren sehr flott entsorgt werden, ist einem jeden geläufig. Und das führt zu einem Problem. Es ist ja nicht verboten, andere politische Positionen zu vertreten als Linke und Mittige. Auch rechts zu sein gehört zum Verfassungsbogen, solange man nicht zum Rechtsextremisten wird. Und in einer repräsentativen Demokratie hat natürlich die gesamte politische Meinungsverteilung der Bevölkerung Anrecht darauf, von politischen Parteien und im politischen Diskurs repräsentiert zu werden. Weil aber die Union sich zu fein dafür geworden ist, bis zum rechten Rand integrierend und kommunizierend zu wirken, gähnt hier eine große kommunikative Lücke. Man kann es auch ein Repräsentationsloch nennen oder so ähnlich. Die Tragik dieses Reaktionsschemas ist, dass sich alles durch Fehldiagnosen und versuchte Fehltherapien aufgeschaukelt hat. Wenn tatsächlich Neonazis und Rassisten marschieren, dann sind natürlich Gegendemonstrationen angebracht. Es ist bloß etwas merkwürdig, wenn auf der Straße mit der Intensität des K-Blocks von Dynamo Dresden gerufen wird, Nazis raus, Nazis raus, und es sind kaum Nazis da. Die Rede dann vom notwendigen Aufstand der Anständigen, die macht dann auch erst recht klar, dass das gute Deutschland gegen das böse Deutschland steht. Da ist man an den guten alten Karl Schmitt erinnert, der das Freund-Feind-Schema zum Kernkriterium des Politischen erklärt hat. Endlich wieder klare Freund-Feind-Beziehung und wohl dem, der auf der Seite der Guten steht. Die Trotzreaktion ist dann unvermeidlich. Wir sind das Volk. Wir sind keine Horde von Rechtsextremisten und Rassisten. Wir sind ein ganz normaler Teil des Volkes, der das Recht hat, da zu sein. Der das Recht hat, gehört zu werden. Der endlich die nicht hören wollende politische Klasse dazu bringt, zu hören. Das steckt ganz stark hinter den Rufen, wir sind das Volk. Und das grundiert bei vielen das Gefühl, 1989 in anderen Umständen neu zu erleben. Und wenn dann die Reaktion kommt, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, es gibt kein Recht auf, und die Etikettierung die ist, dass jeder, der nach rechts von der Mitte des politischen Konsenses abweicht, ein Nazi ist, läuft das geradewegs auf eine Verkürzung von Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht hinaus. Dass man dann, zumal wenn man sich an eigene Revolutionszeiten erinnert, sich angesprochen fühlt und meint, diesen Umständen, die man in einem freien Staat eigentlich nie erwartet hätte, müsste man nun durch Hartnäckigkeit und Verachtung des politischen Systems und seiner Repräsentanten begegnen. Das liegt natürlich auf der Hand. Licht aus für Rassisten. Das bringt uns zu einem anderen Problembereich. Wenn der Kölner Dom ausgeknipst wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass unter den dortigen Pegida-Teilnehmern eine ganze Menge von echten Rechtsradikalen und Rechtsextremisten ist. Denn wenn das stimmt, was ich nun im Unterschied zu Dresden nicht aus eigener Anschauung, sondern aus der Presse kenne, sind die im Westen sich vollziehenden Pegida-Demonstrationen sehr stark von rechtsradikalen und rechtsextremistischen Gruppen unterwandert und organisiert. Denen kann man gerne das Licht ausknipsen. Aber wie steht's mit der gläsernen Manufaktur dort, wo viele Tausende sich befinden, die in der Tat keine Rassisten sind? Sondern durchaus von sich mit Fug und Recht behaupten können, wir seien das Volk, zwar nicht das Ganze, aber ein Teil desselbigen tatsächlich. Das ist natürlich auch ein Problem für überregionale Medien, wenn sie Diskussionen über Pegida machen, für die politische Klasse auch. Pegida im Westen ist etwas anderes als Pegida in Dresden. Aber es wird einfach über Pegida geredet und dann wissen deutsche Kanzlerinnen, dass hier Leute von ganz bösen, hasserfüllten Menschen zum Selbsthassen verleitet werden und Altkanzler mit anderen Prominenten rufen auf, dieses Gesindel, das sich da gestern auf der Kockerwiese versammelt hat, doch mit der notwendigen Verachtung zu strafen. Das alles ist hilflos, es ist kontraproduktiv, es ist der falsche Therapieversuch auf der Grundlage einer falschen Diagnose. Es gibt noch nicht die Aussage des soeben auch angesprochenen Altkanzlers, wir haben verstanden. Es wäre schon hilfreich, wenn die politische Klasse Schröders damaliges Wort aufgriffe. Wir haben verstanden. Wir ändern etwas. Obendrein
kommt es aufgrund dieser Aufschaukelung zur inneren Entfremdung von vielen Pegida-Teilnehmern und Pegida-Sympathisanten gegenüber unserem Staat. Da kann ein Franzose tatsächlich reden von der angeblichen Demokratie, in der wir leben, und Tausende klatschen. Da kann gestern davon gesprochen werden, dass zu den Ruhmestaten des letzten Jahres wahrscheinlich gehört, dass die Wahlbeteiligung noch nie so niedrig gewesen ist wie im Jahr 2014. Denn Wahlenthaltung, gar nicht erst hingehen, das ist die richtige Reaktion auf diesen Staat, der behauptet, eine Demokratie zu sein. Das ist eine ganz furchtbare und unangemessene Reaktion. Denn diese Demokratie ist nicht nur von ihren Grundsätzen her, sondern auch von ihrer Praxis her offen für alle. Solange die Fronten sich nicht durch Fehldiagnosen auf die Fehltherapien aufgesetzt werden, verhärten. Die Diagnose ist ja auch noch in einer weiteren Hinsicht tragisch. Nämlich wenn es um die Frage geht, worum geht es bei Pegida? Ja, auf der Oberfläche geht es, ich verwende jetzt die Fremdbeschreibung, auf der Oberfläche geht es um Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Aber das, worum es hier geht, ist ja nur der Auslöser der ganzen Bewegung. Oder ist nur das Ausgelöste? Der Auslöser der ganzen Bewegung ist, dass tatsächlich die Einwanderung nach Deutschland aus verschiedenen Quellen in den letzten Jahren zugenommen hat, was abzustreiten ganz lächerlich wäre. Und dass es einen Unterschied macht, ob Italiener und Franzosen oder Norweger zuwandern oder Menschen aus islamischen Kulturkreisen, weil sich das bis hin zum Alltagsleben auswirkt. An der Stelle kommt eines der hübschesten Argumente. Wie können denn die Dresdner bloß so blöde sein, gegen Islamisierung zu demonstrieren, wo es doch in Dresden kaum Muslime gibt? Hat es denn je jemand für lächerlich empfunden, dass in Deutschland gegen die Vernichtung des tropischen Regenwaldes demonstriert wird, obwohl wir keinen einzigen tropischen Regenwald in Deutschland haben? So wie man sich fremdschämen kann, wie für manche Pegida-Redner im Übrigen, so kann man sich auch fremd sorgen. Und es ist ein gutes Recht, sich fremd zu sorgen. In der Tiefe geht es bei der Pegida-Bewegung nicht im Westen, hier in Dresden, um die Sorge vor einer Veränderung des eigenen Landes, die einem verordnet wird wie ein Naturereignis. Es macht ja eh keinen Sinn, etwas dagegen zu machen. Der demografische Wandel kommt und ihr Deutschen müsst akzeptieren, dass ihr demnächst die Minderheit im eigenen Land seid. Das ist so, Widerstand ist zwecklos. Oder dass es verordnet wird wie eine notwendige Therapie. Es ist lang genug deutsch getübelt worden. Die Multikulturalität erlöst Deutschland endlich von seiner stetigen Neigung zum Faschismus. Die letzten Widerstände zur endgültigen Therapie gilt es jetzt zu überwinden. Ja, da fragen sich die Leute, sind wir denn je gefragt worden? Lange Zeit hörten wir seien kein Einwanderungsland, jetzt hören wir sind ein Einwanderungsland. Wann gab es denn einen Wahlkampf um das Thema, ob man Einwanderungsland sein will? Und die Antwort lautet, ja wieso denn? Das ist so, wir die Eliten wissen es, die Wissenschaft hat festgestellt, dass es anders nicht geht und das wird jetzt durchgezogen. Dass man sich dann fragt, was ist denn das für eine Demokratie? Lohnt es noch wählen zu gehen, Politikern zuzuhören? Das liegt doch auf der Hand. Ganz in der Tiefe übrigens geht es um noch was anderes. Ganz in der Tiefe geht es darum, dass es in Deutschland keinen Konsens, der die politischen Lager übergreift, darüber gibt, ob es Deutschland und seine Kultur überhaupt wert sind, so aufrechterhalten zu werden, wie sie nun jahrzehntelang oder noch länger gewesen sind. Lohnt es sich überhaupt, Deutschland aufrechtzuerhalten? Hat das Land nicht durch Auschwitz das Recht darauf verwirkt, genauso deutsch zu bleiben, wie die Franzosen nicht ungern französisch blieben? Und das kann man schon sehen. Zwar nicht an erster Stelle, aber immer wieder ist zu sehen und zu hören, Deutschland verrecke. Oder auf entsprechenden Twitters zu Pegida, liebe Alliierte, es ist mal wieder soweit. Dass einem das nicht erfreut, liegt auf der Hand. Und dicht unter der Oberfläche liegt eben diese innere Entfremdung eines Großteils der Bürger dieses Landes, die durch die Linksverschiebung des politischen Diskurses und auch des Parteiensystems im Vergleich zu dem, wie an den Stammtischen und den Abendbrottischen der Nation gedacht wird, die sich dadurch politisch heimatlos und hilflos empfinden. Was tun? Medien, genau hinschauen,
verstehen wollen, differenziert berichten und frühere Fehler einräumen. Da ist schon vieles auf dem guten Weg. Weiter so. Politik und Politiker. Nicht Verachtung praktizieren. Wir die Anständigen, die Unanständigen. Nicht Verachtung praktizieren. Auch nicht belehren. Diese Pegida-Leute, das sind so eine Horde von dummen Jungens. Wenn man denen nur erklärt, worum es geht, dann begreifen die das. Und wenn sie es nicht begreifen, ja, dann muss man sie an den Ohren ziehen und in die Ecke stellen. Das Grundgefühl von vielen Pegida-Demonstranten ist, die hören uns nicht zu. Die wollen nicht hören, dass wir bestimmte Interessen haben. Wir, die einfachen Leute, die nicht die Interessen derer sind, die als die gebildeten Stände in den besseren Wohngegenden mit Verachtung auf uns herunterschauen. Und dieser belehrende Duktus, wir müssen endlich mit unseren Argumenten überkommen, das ist nicht das, worauf es ankommt. In einer Demokratie hat man die Politiker des Volkes willen und nicht das Volk in seiner Fügsamkeit der Wünsche der politischen Klasse willen. Problem unserer Einwanderungspolitik auf der Sachebene ansprechen. Statt wann immer ein Problem angesprochen wird, gleich lustvoll nach dem ideologischen Hintergrund suchen und in idealer Weise darin finden, dass der andere eigentlich ein Rassist ist oder ein Fremdenfeind oder ein Kryptofaschist. Die Denkfigur des Latenznazis, die eine kurze Karriere zu starten drohte, hat im Übrigen genau den gleichen Grundgedanken wie die Rede vom objektiven Klassenfeind oder vom objektiven Rassenfeind. Du bist ein Latenznazi, ein objektiver Feind, wenn du das selbst nicht begreifst, wir sagen dir es schon und zeigen es dir. Und es muss insbesondere die Union versuchen, Pegida zu erreichen, oder sie muss das der AfD überlassen. Aber was nun Pegida betrifft, Pegida macht auch Fehler, und zwar erhebliche Führungsfehler. Pegida muss ihrerseits jetzt allmählich anfangen, Kommunikation zu versuchen und Führung der Bewegung zu versuchen oder aus einer periodischen Versammlung überhaupt eine Bewegung zu machen. Konkret heißt das, Pegida und die Organisatoren und auch die Demonstranten, die sich das halbwegs zutrauen und sich bitte vorbereiten auf Gespräche mit Journalisten. Demonstranten müssen das Gespräch mit Journalisten, müssen das Gespräch mit Politikern suchen und erklären, was man wirklich meint. Aber dann muss Pegida sich auch allmählich entscheiden, was es wirklich will. Denn bislang ist doch ganz offen, wofür die Pegida-Demonstranten zusammenkommen, außer zu einem trotzigen Gemeinschaftserlebnis, bei dem sie sich zeigen, es gibt noch andere wie uns, die das System auch nicht mögen, und wir sind das Volk. Ja, das ist inzwischen hinlänglich unter Beweis gestellt. Wofür soll man weiter zusammenkommen? Hier hat die Pegida-Organisatorenschaft nichts angeboten. Natürlich, es gab die 19 Punkte. Aber sie sind bloßes Papier geblieben. Sie sind nie bei einer Pegida-Demonstration so vorgelesen worden, dass man aus dem Beifall oder dem Buß hätte entnehmen können, was wirklich in den Seelen und den Köpfen der Demonstrationsteilnehmer vorhanden ist. Infolgedessen haben die Pegida-Organisatoren schon recht, wenn sie sagen, sie hätten kein Mandat für Gespräche für Politiker. Eine lustige Vorstellung für Leute, die sich in der Tradition einer Revolution sehen. Ein Mandat holt man sich bei einer Demonstration quasi plebiszitär durch Applaus. Aber dann kann man sich natürlich auch blamieren. Es kann blamierendes Schweigen entstehen. Oder an der falschen Stelle kann geklatscht werden. Aber wer kein Risiko eingeht, kann nicht politisch führen. Und umgekehrt, wer Tausende um sich versammelt, der hat die Pflicht zur politischen Führung. Und das inkludiert dann weiterhin die bislang schon gut gelungene Abgrenzung von Rechtsradikalen und Rechtsextremisten. Das Orban-System von Pegida sei gelobt und gepriesen. Es muss weiterhin Krawall unterbunden werden, was auch gestern in einer kritischen Situation gelang. Vor allem aber darf Pegida scheinbar nie wieder reden zu lassen, wie die des Deutsch-Franzosen am Montag vor Weihnachten, die ich Volksaufhetzung hätte nennen sollen, statt Volksverhetzung. Eine Volksaufhetzung war es ganz gewiss, wo einfach die Demonstranten gegen unsere freiheitliche Demokratie und den Amtsträger aufgehetzt werden, regelmäßig aufgehetzt werden. Und stattdessen muss man klar machen, es gibt in unserem System, bei halbwegs wechselseitig gutem Willen, Möglichkeiten der Partizipation, der Einflussnahme auf Verbände, auf Öffentlichkeit, auf Parteien, auf Parlamente.
Das müsste aber die Führer den Leuten sagen, gerade dann, wenn die Leute mit der Hoffnung gekommen sind, es wird endlich wieder anständig geschimpft und wenn wir rufen, wir sind das Volk, haben wir unser Pfingsterlebnis. Und letztens, Pegida muss begreifen, dass allein der Ruf, wir sind das Volk, einen noch lange nicht zum ganzen Volk macht oder zur Mehrheit eines Volkes. Auch Pegida hat, weil wir eine Demokratie und nicht wie die DDR eine Diktatur sind, auch Pegida hat keine demokratischen Sonderrechte. Auch Pegida muss sich, wenn denn die Bewegung mal mehr wollen sollte als ein trotziges Gemeinschaftserlebnis, sie muss erklären, was sie will und sie muss sich dann um Verbündete bemühen in den Medien, in den Parteien, in den Parlamenten. Das ist nicht leicht. Es ist für keinen leicht. Das sind schwere Herausforderungen für alle, sie müssen aber angegangen werden. Und man darf sich dabei nicht in Rechthaberei ergehen, sondern es muss alles auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein. Denn um das geht es, sowohl Pegida als auch denen, die wie unser eins die Sache mit einer gewissen Besorgnis ob unserer politischen Kultur betrachten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.